Ich liebe das Meer. Es ist so wild und riesig. Ständig im Wandel. Mal rau und stürmisch, mal ruhig und still. Ich wohne schon immer am Meer. Denn mein Vater ist Fischer. Wie ich liebt doch er das Meer. Wenn er zu seinem Boot geht, steigt ihm der salzige Geruch in die Nase, der ihm gut tut. Dann bereitet er sich vor, auf das Meer hinauszufahren. Ich stelle mir vor, wie es ist, da draußen zu arbeiten. Umgeben von nichts als unendlicher Weite. Arbeiten mit der Natur, dem Wind und Wetter ausgeliefert. Die meisten Fischer lernen ihr Handwerk von ihren Eltern. Sie übernehmen die alten Fischertraditionen, führen sie fort und geben sie später an ihre Kinder weiter. Das Wissen und die Liebe fürs Meer liegen ihnen sozusagen im Blut. Ich höre den Motor. Die Leinen werden losgemacht, das Schiff läuft aus. Und ich verabschiede mich. Und während ich ihm zum Abschied winke, denke ich darüber nach, wie schwer es wohl für meinen Vater und seine Mannschaft sein muss, im riesigen Ozean die Fische zu finden, die sie suchen. Vater und seine Männer fangen Hering, einen kleinen, silbrigen Fisch. Heringe schwimmen in großen Schwärmen. Nachts kommen sie an die Oberfläche, dann kann man sie leichter fangen. Ob mein Vater und seine Mannschaft heute wohl einen großen Schwarm ausfindig machen? Heringe tummeln sich in großen Schwärmen. Aber die Fischerei meines Vaters deckt ein noch größeres Gebiet ab. Was ist eigentlich eine Fischerei? Eine Fischerei ist ein Gebiet, in dem Fische gefangen werden, um sie anschließend zu verkaufen. Es kann ein abgegrenztes Gebiet auf dem Meer sein oder eine Anzahl von Fangschiffen, auf die sich Länder und Fischer geeinigt haben. Oft gibt es verschiedene Fischereien für verschiedene Fischarten. Das Schiff meines Vaters gehört zu einer Heringsfischerei. Mein Vater sagt, den richtigen Fisch zu fangen, ist manchmal wie eine Stecknadel im Heuhaufen zu suchen. Sein Boot ist nur ein winziger Punkt im Meer. Deshalb muss sich der Kapitän eines Schiffes, wie mein Vater einer ist, auf seine langjährige Erfahrung und das dabei erworbene Wissen sowie auf die richtige Technik verlassen. Auf dem Brückendeck meines Vaters fühle ich mich wie in einem Raumschiff. An all diesen Bildschirmen kann mein Vater alles ablesen, was er wissen muss, um die richtige Menge zu fangen. Vom Wetterbericht bis hin zum Aufenthaltsort der Schwärme. Heute Nacht gibt es so viele Heringe, dass die Männer sie schon bald entdeckt haben. Fischen ist einer der ältesten Berufe der Welt. Es ist spannend, aber auch gefährlich. Es bedeutet Freiheit und Naturverbundenheit. Birgt aber auch das Risiko, dass die Fische auf dem Schiff einen Unfall erleiden oder ertrinken. Deshalb müssen Planungs- und Sicherheitsvorschriften genau eingehalten werden, damit die Fischer sicher arbeiten können. Viele Menschen leben vom Fischfang. Mein Vater sagt jedoch, es gibt nicht immer genügend Fische und der Verdienst schwankt. Fischer sind darauf angewiesen, bestimmte Fischarten zur richtigen Jahreszeit zu fangen. Manche Arten sind jedoch bedroht. Das kann verheerende Folgen haben. Für 1 Milliarde Menschen ist Fisch das wichtigste tierische Eiweiß. Außerdem verdient ungefähr 1/10 der Weltbevölkerung seinen Lebensunterhalt mit der Fischerei. Ich esse gerne Fisch. Und er ist gesund. Eine ältere natürliche Proteinquelle, die jeder genießen kann, gibt es wohl kaum.
Und die Fischerei ist eine große Industrie. Weltweit arbeiten 200 Millionen Menschen im Fang und der Produktion von Fisch und Meeresfrüchten. Der Fischhandel ist größer als der Handel mit Tee, Kaffee, Bananen und Zucker. Über Jahrtausende hat der Mensch vernünftig gefischt und nicht mehr gefangen, als er zum Verzehr oder Verkauf benötigte. Wegen der zunehmenden Kommerzialisierung der Fischerei und der weltweit wachsenden Nachfrage nach Fisch aber sinken die Bestände. Das Problem ist nicht das Fischen an sich, da einige Betriebe verantwortungsvoll und nachhaltig fangen. Doch schlecht gemanagte Fischereien können Schäden anrichten. Wird eine von uns gern gegessene Art zu stark befischt, kann sie sich nicht mehr ausreichend erholen und vermehren und ihr Bestand wird langsam erschöpft. Das nennt man Überfischung. Heute ist fast ein Drittel der globalen Bestände überfischt. Wir könnten also zahlreiche Fische verlieren. Wenn nichts dagegen getan wird, könnten einige Arten aussterben. Die Überfischung ist nicht der einzige Grund für diesen Rückgang. Ein weiteres Problem ist der Beifang. So bezeichnet man Fische und Meerestiere, die ein Fangschiff versehentlich fängt, also nicht fangen will bzw. sollte. Zum Beispiel Vögel, Haie oder Meeresschildkröten. Oder auch Fische, die zum Verzehr noch zu jung oder klein sind. Man sollte sie im Meer belassen, damit sie weiter wachsen können. Was passiert mit Meerestieren, wenn Fischarten schwinden oder aussterben? Jedes Leben im Meer ist in einer Nahrungskette miteinander verbunden. Ob Räuber oder Beutetier, jedes Lebewesen ist von anderen abhängig. Wenn Räuber wie Kabeljau, Seehunde, Haie und Delfine ihre Nahrungsgrundlage verlieren, werden sie selbst auch verschwinden. Ich frage mich, wie eine Welt ohne Fische und Tiere wie Seehunde, Haie und Delfine wohl aussehen würde. Und was wäre mit den vielen Menschen aus all den Ländern, für die Fisch die wichtigste Nahrungs- und Einkommensquelle ist? Wie kann man Überfischung verhindern? Ich weiß, dass die Fischerei meines Vaters die Fischbestände nicht überfischt und gut auf das Ökosystem aufpasst. Mein Vater sagt, wir fischen nachhaltig. Aber was heißt das? Eine nachhaltige Fischerei fischt verantwortungsvoll. Sie sorgt dafür, dass Fischbestände nicht unter ein Level sinken, wo sie sich nicht mehr erholen können. Das heißt, nicht schneller gefangen werden, als sie sich vermehren können. Außerdem darf eine nachhaltige Fischerei den Meereslebewesen und ihrem Ökosystem nicht schaden. Aber wie macht sie das? Als erstes müssen die Fischer möglichst viel über die von ihnen gefangenen Fische und Meeresfrüchte und deren Lebensräume wissen. Dafür arbeiten Fischer mit Wissenschaftlern zusammen. So können Sie besser verstehen, wie und warum Fischbestände wachsen und schrumpfen. Dieses Phänomen hängt von vielen Faktoren ab. Wie viel Nachwuchs es gibt, wie viele Fische sterben oder gefangen werden oder in ein anderes Gebiet abwandern. Mit Hilfe dieser Information können Sie berechnen, wie viel Fisch Sie fangen können, ohne ihn zu überfischen. Man nennt diese wissenschaftliche Berechnung den höchstmöglichen nachhaltigen Dauerertrag. Die Daten helfen den Fischern auch bei der Wahl einer Fischart für ihren Fang. Jeder Fisch hat seinen festen Platz im Ökosystem und die Größe seines Bestandes schwankt. Mit diesem Wissen können Fischer leichter beurteilen, ob der Fischfang nachhaltig oder nicht nachhaltig ist. Mein Vater fängt Hering, denn diese Art ist in dem Ozean, in dem er fischt, reichlich vorhanden. Er und seine Mannschaft fängt pro Jahr nur eine bestimmte Menge an Hering. Diese Zahl nennt man auch Quote. Wer im Einklang mit der Natur und nicht gegen sie arbeitet, kann unnötige Schäden an der Meereswelt verhindern.
Durch das Fischen zu einer bestimmten Tages- oder Nachtzeit kann zum Beispiel Beifang vermieden werden, da verschiedene Fischarten zu bestimmten Zeiten näher an der Oberfläche oder weiter unten schwimmen. Es gibt also Zeiten und Orte, an denen man nur Fische fängt, die man fangen möchte. Manche Fischereien verwenden auch Netze, durch die kleinere Fische und andere Meerestiere entkommen können. Einige Fangschiffe haben bunte Bänder an ihren Netzleinen befestigt, um Meeresvögel abzuschrecken. Wie aber steht es mit anderen Fischereien weltweit? Die Nachhaltigkeit von Fisch ist ein globales Problem. Die Hälfte der weltweit gehandelten Fische stammt aus Fischereien in Afrika, Asien und Lateinamerika. Viele bemühen sich, nachhaltig zu fischen oder tun dies bereits. Je mehr Fischereien verantwortungsvoll und nachhaltig fischen, umso mehr Bestände können sich erholen. So kann der Ozean in Zukunft die Lebensgrundlage von mehr Menschen sichern. Nachhaltig fischen ist eine Herausforderung, der sich viele Fischer weltweit stellen. Egal, wo der Fisch gefangen wird. Er landet in unseren Läden, Restaurants und Supermärkten und schließlich auf unserem Teller. Das macht uns zum Mitstreiter bei dieser Herausforderung. Wie kann man nachhaltige Fischprodukte in den Geschäften von nicht nachhaltigen unterscheiden? Die Fischerei meines Vaters wurde von einer unabhängigen Organisation als nachhaltig zertifiziert. Diese prüft mehrere Dinge. Ob die Fischerei nur so viel fängt, dass der Fischbestand auf einem gesunden Niveau bleibt? Ob sie andere marine Lebewesen und deren Lebensräumen schadet. Und ob Fischer zusammen an dem Ziel arbeiten, die Meere für die Zukunft zu bewahren. Wenn die Fischerei die Kontrolle bestanden hat, darf sie ihren Fang mit dem blauen Siegel kennzeichnen, sodass jeder weiß, dass der Fisch nachhaltig gefangen wurde. Ein neuer Tag bricht an. Die Fischer machen sich startbereit und das Meer erwartet sie. Mein Vater ist Fischer, wie viele andere Menschen auf dieser Welt. Weil er nachhaltig fischt, weiß er, dass der Fisch Tag für Tag, Jahr für Jahr und auch für künftige Generationen reichen wird. Was können wir alle tun, damit unsere Ozeane nachhaltig sind?